Machst du live, oder was? Ist das geil, Alter. Der hängt da irgendwo auf irgendeinem Klo, lässt den Stream noch laufen, wäscht sich den Kopf und dann kommt noch ein anderer Typ. Alter, feier ich irgendwie. Finde ich ja geil. So, wir machen direkt weiter mit der nächsten Bewerbung für Seven vs. White und gucken vorbei bei Ronny Berger. Und zwar Seven vs. White Bewerbung. 5 Tage draußen in Hamburg ohne Geld. Okay, okay, das klingt auf jeden Fall nach einer krassen Challenge. Let's go. Diese Woche habe ich etwas gemacht, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. 5 Tage live, ohne Pause, draußen. Auch nachts, während er geschlafen hat? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ohne Geld, ohne Gegenstände, in der Großstadt Hamburg. Viel Spaß dabei. Ziel Nummer 1. Ich brauche eine Tasche, wo ich mein Zeug reintun kann. Oh ja! Das ist ja richtig nett, danke dir. Hä? Scripted? Wer hat den bezahlt? Paid Actor? Hä? Hat er jetzt einfach Pfand geschenkt bekommen? Ich vermute mal, das ist, also er hat das, so wie ich es mitbekommen habe, wahrscheinlich ja gestreamt komplett 5 Tage lang im Stück. Und das ist jetzt so mit einem Zusammenschnitt davon, ne? 3,66 €. Ravioli vegetarisch, 1,69 €. Oh, aber schön pikant, lecker. Was ist das denn hier? Sauberes! Klares! Geil! Frisches. Ein Trinkbrunnen! Hä, stark! Trinkwasser! Toilette gibt's auch. Hier drin einfach schlafen? Na klar! Eine Decke? Nehme ich mit, oder? Ich habe einen Pullover gefunden. Wie feier ich's ein bisschen? Die kann man als Decke benutzen. Gibt's hier giftige Dämpfe im Dixi-Klo? Ja, dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir wieder raus, wenn es hier giftige Dämpfe gibt. Mann, aber mein Dixi-Klo! Sag ich mal, wie sie. Ja. Weißt du, wo es zum Hafen geht? Ich glaube geradeaus. Schöner. Ey, sorry, kurze Frage. Lass mich irgendwo raus. Ich sag 5, 4, 3, 2, 1, hier. Hier ist auf jeden Fall versteckt. Das ist geil hier. Ich sag's euch, Leute. Hier bleibe ich. Ah, krass, hat er jetzt draußen gepennt. Das Anstrengendste ist, dass die ganze Zeit live sein. Die ganze Zeit, Leute, mach das. Das machst du falsch. Red mal mehr. Haben Sie zufälligerweise noch 50 Cent? Nee, ich filme sie nicht, machen Sie keine Sorgen. Ich filme mich. Aber wie viel? Alter, eine richtige Karen, ey. Oh, da krieg ich Hasskappe, ne? Da muss ich nochmal rein jetzt. Nee, ich filme 50 Cent. Deine Kamera kannst du ausmachen, ne? Nee, ich filme sie nicht, machen. Lösch das mal, Alter. Ja, da komm doch! Keine Sorgen, ich filme mich. Aber wie viel noch? Oh, wie er da so ruhig bleiben kann und dann noch so lacht, so, haha, nee, ich bin nur mich. Ich denk mir so, Alter, ich fahr's nicht gleich weg, Alter. Oh ja, also würde ich mir aber auch Essen snacken, so bei so einem Projekt, ne? Ich würde einfach random irgendwo reingehen, keine Ahnung, bei Mc's, Burger King, Subway, wie auch immer die ganzen Dinger heißen. Und dann in dieser Dinger, wo du immer diese Tabletten reinlegst, da liegt doch selber noch Essen drin. Geile Zimtschnecke, eine Pfandflasche und ein Kakao für Spiegelberger. Habt ihr so alte Backwaren, die ihr jetzt eigentlich wegschmeißen würdet nach Laden? Oh, auch starke Idee. Ey, das ist total nett. Was macht er jetzt? Hä? Die Mütze! Geil. Hä, da steht einfach ein Bett! Bett? Wie geil, Alter! Legendary! Wie geil! Wie geil! Zieht euch das rein, passt auf, erstmal hier, also. Hier habe ich ein Tuch drüber. Scheiße! Ich bin Zeitungspapier eingewickelt und so. Boom. Secret. Oha, what the fuck? Mayonnaise! Der Tag ist schon gewonnen. Mein Sesamring? Oh, das ist ein bisschen viel. Alter, geil! Das leckerste Essen bisher. Würde ich zu Hause auch essen. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Hä, schaut mal. Kostenlose Klamotten. Riecht frisch gewaschen. Wenn man oft genug daran riecht, riecht es wie Spülmittel. Rein da. Wir haben 5 Pullover in der Tasche, Alter. Geht's mir gut oder was? Geht's mal kurz die Frage. Diese Mütze, Alter. Ich geh krachen. Das ist mal echtes Survival. Stark. Ich feier, irgendwie feier ich's, ne? Also klar, es hat so ein bisschen jetzt so schnell zusammengecuttet. Irgendwie, aber es ist spannend. Der ist doch was wert, oder? 1,50 oder so. Yes! Wuhu!
Bäm! Wir haben den letzten 100 Und ich habe das Gefühl, Ronny hat immer gute Laune, oder? Die Kacke ist am Dampfen, aber der hat, guck mal, der hat jetzt zwei beschissene Nächte hinter sich, ne? Das ist jetzt Tag 3, wo der draußen ist. Und gute Laune. Peter hat 2 Euro gefunden. So, nächster Pullover. Der hat ja auch keinen Schlafsack, ne? Ich habe jetzt 4 Pullover an. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Es ist 9 Uhr, ich habe voll krass geschlafen. Beine ein bisschen kalt. Und dann habe ich einfach so Pullover drum gewickelt, geil, um die Füße. Und dann habe ich die Füße in diese, ja, Hose hier gesteckt. Stark. So ungefähr. Er ist wieder back am Trinkbrunnen. Das wird jetzt, das dauert noch ein bisschen. In der ersten Hälfte des Tages hatte ich... Ich feiere auch den Schnurrbart sehr, muss ich sagen. Richtig Power und war ultra am Start. Und jetzt seit so 2 Stunden... Man muss auch sagen, Ronny Berger ist aber, glaube ich, auch so der... Der ist sehr... So... Nee, wie nennt man das? Sehr belastbar. So, ich glaube, den kriegst du so schnell nicht aus der Ruhe. Der ist alles scheiße irgendwie. Was ist denn das hier, Gorbatschow? Hat er hier einen Wodka liegen? Immer so, bin ich, Der hat doch hier einen Wodka und eine Cola. Echt doll die kaputter. Das ist ja ein richtig freshes Ding. Das ist ein Bett. Seht ihr, wie ich meine? Hä, wie krass ist das? Kling, kling. Das ist wirklich ein Bett. Ey, man muss auch sagen, hier gibt's viele Papierkartons, ne? Hier schlafen. Da unten drinne. Was ich auch stark finde, er pennt jede Nacht woanders, ne? Also ich würde mir halt irgendwo wie so ein kleines Lager errichten und dann da halt immer wieder pennen. So, aber es... Würde eigentlich gehen, ne? Hier so. Immer. Ich will mich jetzt in meinen Schlafplatz bewegen. Ich muss ja alles ready machen und so. Wir sehen uns dann gleich wieder. Mein Schlafplatz. Ja. Aber jetzt bin ich Tony Berger. Er pennt in einer Papiertonne. Alter, wenn die abgeholt wird und der sitzt da drin. Haben wir jemanden hier, nennt man das Müllabfuhr? Oder heißt das jetzt irgendwie so Trash Management oder sowas? Haben wir jemanden hier im Chat, der sowas arbeitet? Stadtreiniger, ja? Haben wir jemanden hier? Kommt der dann einfach in die Presse? Wenn die Tonnen ausleeren, einfach ran, bupsch. Da sind Kameras drin. Boah, das ist doch super gefährlich, oder? Oh, Power! Hier wäre aber auch ein krasser Spot zum Schlafen gewesen, oder? Hier so im Gebüsch oder so. Aber jetzt zieht euch erstmal rein, das ist ja das Pfandparadies. Ich glaube, das war jetzt gerade ein richtig, richtig guter Stundenlohn. Wir haben 5,59 Euro gesammelt. Ich habe so viel Geld für Quatsch ausgegeben. Tüte hat 69 Cent gekostet. Neue Flasche Wasser. Warum alte Flasche auffüllen, wenn wir doch das Geld haben? Oha! Ronny Berger gibt sein Pfandgeld hier aber zum Fenster raus. Aldi Placement. Er holt sich einfach Wasser mit einer Flasche, die er auch wieder Pfand hat, obwohl er einfach einen Trinkbrunnen irgendwo hat. Plus einfach eine Tüte gekauft. Gönjamin auf Degadent, richtig, Chat? 70 Cent, 30, 49 Cent, 59 Cent. Nimm mit, kannst du dir doch leisten. Veganer Räucherlachs. Er kauft sich noch Räucherlachs. Ah, reduziert, okay. Ja, gleich noch Trüffel ein bisschen. Ah. 20, 65 Cent. 75 Cent. Nein! Warum muss die günstigste Zahnpasta so eine farbige sein? Bäh. Hä? Oh, wo ist er da jetzt? Warte kurz, ich bin gleich fertig. Machst du live oder was? Ist das geil, Alter! Der hängt da irgendwo auf irgendeinem Klo, lässt den Stream noch laufen, wäscht sich den Kopf und dann kommt noch ein anderer Typ. Feier ich irgendwie. Finde ich ja geil. Alles gut, Bruder, machst du nass? Hallo, ja, grüß dich. Bruder, was machst du konkret? Ganze Boden, alles nass, Bruder. Machst du live? Grüße, ja, moin. Ja, Ronny! Ja, schön, dich zu sehen. Heute letzte Nacht, Scheiße. Highlight. Rooftop. Ich zeig einfach mal die View. Ja klar, das ist gar kein Problem. Ey, ich habe in der Mülltonne geschlafen heute. Also, ja. Ansprüche habe ich nicht. Das war so kalt heute Nacht. Ich dachte, Rooftop ist ultra geil. Wir müssen uns merken, 5,27 gleich fürs Standbild. Oh, Sanke ist epic, moin. 25 Minuten noch, komm rüber. Hey, ist noch nicht so weit, hallo, ne? Hi. Boah, ich bin aufgeregt. Also auch, aber wer war das jetzt? War sein Dad? Schlafen so. Wer ist er? Wer ist der? Wo kommt der her? Gedanken, die sich auch Obdachlose machen müssen jeden Tag. Das ist echt, ja, drüber. Ja. Hey, du bist gekommen, was geht ab? Den muss ich einmal drücken. Machen die jetzt hier Fan-Treffen oder was? Hä? Wo kommen die Leute alle her? Hallo. Na. Ja!
Ja. Ich riech gar nichts. Okay, mach. Ja. Er will nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Okay, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss. Happy New Year. Ich bin Ronny Berger, 25 Jahre alt, 1,65 groß. Und sowas von bereit für Alaska. Ich habe zwar nicht die krassesten Outdoor-Skills, aber ich glaube... Naja, also nach dem Video würde ich ja behaupten, mehr Outdoor-Skills als, keine Ahnung, 95% der Rest oder sowas. Ich glaube, ich habe das Durchhaltevermögen und bin immer bereit für unerhoffte und geiler unerwartete Typ, Situationen. Denn mein ganzer Kanal besteht eigentlich daraus. Was ich auf Twitch mache, ist aus meiner Komfortzone herauszutreten und nicht zu wissen, was als nächstes passiert, unterwegs zu sein in der Welt und auf die verrücktesten Menschen zu treffen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar coole Kommentare da lasst, wenn euch das gefallen hat. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. So, ich muss jetzt hier, ich muss erstmal Ronny Berger auf Twitch hier reinfolgen. Dafür hat er sich auf jeden Fall jetzt hier ein Follow verdient, definitiv. Geil, Alter. Geiles Projekt, Alter. Feier ich sehr. So, wir machen direkt eine Abstimmung. Geil, Alter. Ronny Berger. Die alte Legende. Neue Abstimmung. Ronny Berger, ey. Antworten ja oder nein. Und natürlich auch euer Feedback in die Kommentare. Ergebnisse ansehen. Umfrage läuft. 100% let's go. Geile Bewerbung. Einmal ja. Coole Aktion. 5 Tage auf der Straße. Zu leben zeigt die Probleme, die ein Teil der Menschen im Lande hat. Mega sympathisch ist der für über 10.000. Bitte schau mal Bewerbung. Bababam. Ja, ich glaube, er hat über 10.000 auf jeden Fall. Mega sympathisch. Ronny ist einfach Ronny. Man muss ihn einfach lieben. Der kleine Mann mit großem Herz. Rückwind für ihn. Oh ja, definitiv mitnehmen. Bitte, bitte. Das würde ja mega unterhaltsam. 50 Extrapunkte für den Schnürres und 150 für das Standbild. Ey, wisst ihr, was krass wäre, aber geht ja leider nicht? Ronny Berger und Jan von Freerunning-Schlappen. Die beiden, Alter. Team Mustache, Junge. Team Popelbremse. Scheiße, ey. Yes, Sir, auf jeden Fall. Der muss mit. Geiler Dude. Der wird sowas von guten Content liefern. Einfach mega sympathisch. Der muss mit. Der hat mal was. Geile Bewerbung. Ja, unbedingt so witzig und zäher als Fabio Schäfer? Ja, Fabio, hast du gehört? Der Chat sagt, Ronny Berger ist zäher als du. Der zusammen mit dem Dude aus dem Pod wäre mega. Ey, das wäre völlig krank. Die beiden zusammen, aber geht ja nicht. Die haben ja beide über 10.000. Boah, wäre das eine wilde Mischung, ey. Cooler Typ, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Er hat es definitiv verdient. Die Mülltonne macht er easy 14 Tage. Ja, war einfach geiler Typ. Ja, der passt einfach rein. Der Pornobiken muss echt mit. Sowas von dabei. So eine geile Bewerbung. Legende, der Typ. 91% ja, Alter. Ihr wisst, was das heißt, ne? So Bewerbungen über 90% sind immer schon richtig strong. Was so das Feeling bei der Community angeht. Ja. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Ey, auf jeden Fall super geile Bewerbung. Hat mich unterhalten. Auch geiles Projekt. Natürlich. Und ja, schaut gerne bei ihm vorbei. Einfach Ronny Berger bei YouTube eingeben, auch bei Twitch, dies, das. Ich bin jetzt auch mal reingefolgt auf Twitch. Dann kann ich demnächst mal einen kleinen Rate da lassen. Hier auch mal Abo da lassen, dies, das. Er hat 19.800, also ist quasi noch in der, schon über die 10.000-Grenze. Ja, nice. Fand ich super cool, unterhaltsam, witzig.